dementsprechend vertraut heute eben auch wieder auf die Fünferkette. Der Ball läuft. Freiburg in den ersten 45 Minuten von rechts nach links. Hermann. Ja, die Ecken von Mannheim eigentlich auch nicht ungefährlich. Hermann. Ja, oh, der kommt super. 1-0 für den Waldhof. Fridolin Wagner sorgt dafür, dass Mannheim bebt, am langen Pfosten reingeht. Und wie stark ist dieser Charles Jesaja Hermann heute? Sauter kann gar nicht. Oh. Kleiner Querschläger. Und das ist das 1-1. Den legt man an sich ja irgendwie selber rein. Hamadi Al-Ghadaoui und die mitgereisten Breisgauer applaudieren. Wissen selber auch, ja gut, so ein bisschen Glück ist da schon mit dabei. Verdrückt, weil der Ball irgendwie auf gut Glück. Und dann, ja, macht Julian Riegmann eigentlich gefährlich. Auch Wagner, der da Aktien mit hat. Die Toraktion fehlen. Lokpala behauptet stark den Ball. Lokpala! 2-1 Waldhof Mannheim! In seinem dritten Spiel in diesem Jahr, in dieser Saison bei den Profis. Der Eingewechselte, der 18-Jährige. Behält, hat da den Gegnerdruck von Bixel, rutscht weg und trotzdem kämpft. Und dann Fahner. Konterchance für die Bube. Hawkins. Er hat noch frische Beine. Hawkins macht selber 3-1. Waldhof Mannheim. Wieder geschlagen. Trifft das Satz. Und da brauchen wir jetzt dann auch nicht noch probieren, künstlich Spannung zu erzeugen. Denn die Nachspielzeit ist abgelaufen. Freiburg, das Spiel über eigentlich. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.